Hallihallo, hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Rhythm and Arts. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal zu meinem nächsten Shopping Haul. Und ich war einkaufen, wieder sehr viel gebraucht und neu. Ich hatte ja in meinem letzten Shopping Haul schon gesagt, dass ich im Moment eine äußerst kreative Phase habe und dann natürlich auch entsprechend Material brauche. Ich habe auch gerne viel und reichlich zur Auswahl. Ich mag nicht gerne anfangen zu arbeiten, wenn ich irgendwie ja nicht genügend Material da habe oder eben halt so reduziert arbeiten muss. Kann auch mal schön sein, aber ich mag die Fülle. Und ja, ich war in den Niederlanden. Ich habe da ja ein kleines Ferienhaus, so ein kleines Tiny-Häuschen und habe da ein paar gebrauchte Sachen im Krinkelwinkel bekommen. Das ist ja wie so ein Sozialkaufhaus. Also man kann einfach seine Sachen dahin bringen, die man selber nicht mehr braucht, und die werten das wieder auf, wenn es aufgewertet werden muss, oder verkaufen es dann eben halt direkt weiter. Und da habe ich auf jeden Fall ein paar coole Sachen gefunden. Einmal diesen Deko-Block hier. Also es ist eigentlich irgendwie kein Block, weil es sind eigentlich alles einzelne Papiere. Da sind weiße Papiere bei, die brauche ich natürlich nicht. Das fand ich ganz schön. Also ich mag die Farben. Das hier finde ich total cool mit diesen Pixeln. Waren ein paar sehr außergewöhnliche Sachen bei, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall habe ich das mitgenommen. Und ja, die Preise sind da im Prinzip auch immer, ist alles immer sehr, 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 sehr günstig. Habe ich hier für den Block 1,50 Euro bezahlt. Dann so ein kleines Heftchen hier, da fand ich ganz, waren ganz schöne Sachen hier drin, so diese Bilder, also vor allen Dingen diese Sachen, aber auch diese kleinen Embleme hier, finde ich irgendwie ziemlich schön. Also sind nette Zeichnungen und ja, dachte ich irgendwie so, kann ich mir ausschneiden, als Embellishment verwenden. Dafür kaufe ich ja die gebrauchten Bücher eigentlich fast immer, um die dann auseinanderzunehmen. Dann habe ich noch holländische Kinderlieder mir ein Buch mitgenommen, und da ist immer so auf der einen Seite ein Lied und dann sind da irgendwie passende Zeichnungen zu, und die fand ich auch so herzallerliebst, irgendwie diese Bilder mit den Kindern da immer, ja, riecht total alt, ist auch ziemlich verranzt, aber kann ich eben halt beide Seiten benutzen. Also das kann ich schön für Journaling-Karten nehmen und diese Sachen natürlich als für in die Signatur rein. Fand ich auf jeden Fall auch ganz schön. Und ja, dann Opern und Operetten. Einfach wirklich ein Notenbuch. Sieht auch schon richtig toll abgeranzt aus. Das gefällt mir natürlich gut. Dann Hobbycard habe ich mal geguckt, natürlich direkt, gibt es auch noch, gibt es leider nicht in Deutsch, sind Hefte. Ich habe dafür bezahlt 50 Cent für die Bücher, die ich jetzt gerade gezeigt habe, habe ich auch 50 Cent das Stück, 50 Cent das Stück, ja, habe die Kosten immer so, das kostete 75 Cent, ist wahrscheinlich eine Seltenheit oder so, genau, und diese, Main Hobby Card. Ja, hier sind irgendwie total coole Sachen drin. Man kann hier sofort loslegen und ganze Karten basteln. Also das sind hier immer sozusagen Sets schon, fertige. Und ja, gefiel mir ziemlich gut. Ist zwar jetzt auch holländisch, ist für mich aber kein Problem, weil ich ja holländisch sprechen kann. Und ja, sind, wie gesagt, halt fertige Karten. Und ist alles Material da drin, dass man daraus basteln kann. Kann man irgendwie im Abo bestellen oder auch einzeln bestellen. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Habe ich mich drüber gefreut. Dann Deko-Time, das ist, glaube ich, Action. Wird aber schon ein bisschen älter sein. Hat 1,75 Euro gekostet. Ist wahrscheinlich teurer, als es in Wirklichkeit mal gewesen ist. Weil im Action kosten die Blöcke ja oft irgendwie nur 1 Euro. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Beispiele drin, wie man Sachen zeichnen kann mit gebrauchten Materialien. Und man kann eben halt hier natürlich auch Sachen sich ausschneiden noch. Also fand ich auch irgendwie ganz cool.
ziemlich viele schöne, tolle Sachen bei. Und ja, warum es so teuer war, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch eine Rarität, weil es das nicht mehr geben wird. Dann habe ich den absoluten Knaller. Das sind riesengroße Bücher. Also ich glaube, es ist fast doppelt A4. Und das sind solche gesammelten Zeitschriften. Ich habe 2 Stück davon gekauft, also die gehörten zusammen, 14,95 €. Ne, sind 2 Bücher gewesen von 1960 und das sind praktisch gesammelte Werke von Zeitschriften. Alles in Schwarz-Weiß, alles mit Werbung voll. Ja, hier war jetzt gerade noch mal ein buntes Bild, aber es ist eher selten. Also ein Wahnsinn. Ich habe mich derartig gefreut. Ich dachte erst, eins kostet 14,95 € und hatte auch erst nur eins zur Kasse, also auf dem Weg zur Kasse mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich wäre auch bereit, jetzt 30 € auszugeben, weil, wie gesagt, es gibt halt noch ein zweites davon. Und dann habe ich mir das zweite auch geholt. Und als ich an der Kasse war, hatte ich ihr das dann so aufgemacht, damit sie es sehen kann, damit sie das scannen kann. Und dann winkte sie so ab. Und dann habe ich hinterher hier an der Seite gelesen, dass handschriftlich bedeutete eben halt, dass 2 von den Büchern zusammen 15 € kosten. Und das ist natürlich der Knaller. Also ich habe jetzt echt was für Signaturen. Aber auch als Happy Mail kann ich das natürlich total prima verschicken, mal so altes Papier. Das mögen wir Junk Journal natürlich. Also es ist so krass. Es ist natürlich jetzt alles auf Holländisch, aber wir haben ja auch oft solche Sachen auf Englisch oder so. Da stört einen das ja auch nicht. Und mich stört das ja ohnehin nicht, wenn ich jetzt auf Holländisch da was habe, weil ich, wie gesagt, Holländisch spreche und da auch meine Wurzeln habe. Dann habe ich mir noch dieses tolle Buch hier gekauft. Das fängt erstmal spektakulär an mit solchen Skizzen hier. Und das ist die Arche von Noah, gemalt von einem Künstler. Und da sind total viele super, super schöne Tierbilder drin, teilweise als Skizze, teilweise komplett fertig ausgestaltet. Und das fand ich auch so, so schön. Dabei steht natürlich die Geschichte auch von der Arche Noah. Und ja, finde ich den absoluten Knaller, dieses Buch. Wunderschöne Bilder. Und da habe ich richtig gut was zum Rausholen. Und das ist von 1987, soll es, glaube ich, heißen. Und hat gekostet, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, 3,75 €. Also unfassbarer Schinken. Und für das Geld, das musste einfach mit. Genau, dann war ich noch gebraucht kaufen in unserer Möbelhalle. Da habe ich ja schon mal des Öfteren Sachen vorgestellt. In Halfa. Das ist hier direkt bei mir um die Ecke. Halfa mit V. Da gibt es den sogenannten Werkshof. Das ist auch so ein Sozialkaufhaus. Und da kaufe ich unfassbar viele Sachen immer. Da habe ich mir jetzt hier diese Dekoblätter gekauft, die fand ich irgendwie ganz schön. Die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, jetzt nicht aus der Möbelhalle, sondern die hatte ich mir neu gekauft. Die finde ich total schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich mache es mal auf, wenn das geht. Nee, irgendwie nicht. Oh. Dann muss ich es aufschneiden. Muss ich ja sowieso irgendwann aufmachen, dann kann ich es auch jetzt aufmachen. Das ist nämlich wie so ein Skelett von einem Blatt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das industriell hergestellt ist oder ob das echte Blätter sind, die in irgendeinem Verfahren sozusagen so gemacht werden. Also dass nur noch so dieses Gerippe irgendwie überbleibt, also dieses Skelett übrig bleibt. Ist auf jeden Fall transparent und ja, die kann man, finde ich, total schön auf Journaling-Cards oder so draufkleben, weil die eben halt durchsichtig bleiben oder eben halt natürlich einfach ins Junk-Journal reinkleben. Dann habe ich hier solche, ich muss mal Licht anmachen, jetzt geht hier gerade die Sonne weg.
Dann habe ich solche Bilderrahmen hier. Da war auch nichts mehr drin, also kein Glas und nichts. Die fand ich aber so schön mit diesen Blättern. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre das irgendwie aus Knete gemacht oder mit Strukturpaste. Fand ich auf jeden Fall richtig schön und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auf dem Cover auch ganz cool aussieht. Ich habe hier gerade schon eins liegen für eine Sache, die ich gleich noch zeigen möchte. Also das wird natürlich jetzt farblich nicht passen, aber das so auf dem Cover irgendwie drauf zu kleben und irgendwas im Hintergrund zu haben, stellte ich mir ganz cool vor. Deswegen habe ich das mitgenommen. Also immer schön die Augen aufhalten. Es gibt so viele coole Sachen. Außergewöhnliche Sachen vor allen Dingen zu kaufen. Ja, dann hatten die dieses Spiel da, Spiel mit Kunst für Kinder. Habe ich gedacht, vielleicht eventuell für die Kunstschule oder so. Hier steht halt beschreiben, nachmalen, vergleichen drauf. Und ja, also das ist, wie gesagt, irgendwie wird hier was zusammengebaut. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt, was mich eigentlich dazu bewegt hat, das zu kaufen, waren diese Karten, die da drin waren. Das sind nämlich alles Kunstkarten und ja, quasi im, ja, in so einem Kartenspielformat. Da hinten stehen dann immer Fragen drauf. Und ja, also entweder werde ich die tatsächlich für die Kunstschule verwenden. Ich habe jetzt allerdings schon mal ein paar mir da rausgenommen und habe die mal gestaltet. So einfach ein bisschen Buchseite hintergeklebt und ein bisschen Spitze dran. Finde ich nämlich auch ganz schön so als alte Karte. Ein bisschen, wie gesagt, gestaltet und dann hat man schon schöne Karten für ins Junk Journal rein. Und ja, mal sehen, ob ich die anderen auch so ähnlich verarbeite oder ob ich das mit in die Kunstschule rübernehme, das weiß ich noch nicht. Und dann habe ich mir noch diese alte Blechdose hier gekauft. Ich liebe solche alten Blechdosen. Die habe ich auch in Holland in dem Sozialkaufhaus geholt. Und ja, da sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten drin. Die habe ich natürlich selber da reingelegt. Ich hatte jetzt ein paar Mal in Shopping Halls irgendwie gesehen, dass es bei Action wohl im Moment solche Stanzen gibt, wo, ja, wo man solche löchrigen Tags irgendwie ausstanzen kann und dann da drin sticken kann. Und ich nehme mal an, dass das hier wahrscheinlich auch dafür gedacht war. Das war jetzt irgendwie eigentlich ehemalig mal von Xenox und hatten die da eben halt als Gebrauchtware sozusagen liegen. Kosteten 25 Cent, habe ich natürlich alle mitgenommen. Ja, dann nehme ich immer so alten Schmuck halt mit. Das ja, kommt an meine Dingeldangel dran. Ich bastel ja nicht so gerne selber welche. Und wenn da schon so viel dran baumelt hier, finde ich das natürlich doppelt gut, weil dann brauche ich nicht mehr selber so viel machen. Also so gebrauchten Schmuck nehme ich auch immer mit, wenn da was bei ist, was mir gut gefällt. So ein paar Ohrringe, da würde ich dann einfach hier dieses, ja, das würde ich einfach abmachen. Natürlich den Stecker. Und das nur so an Heftchen, an eine Signatur oder eben halt tatsächlich auch ans Dingeldangel irgendwie dran machen. Also auch bei solchen Sachen, Ohrringe habe ich jetzt schon ganz häufig gekauft und auch schon ganz häufig verwendet. Genau, das waren auf jeden Fall meine gebrauchten Sachen. Und ich bestelle ja oft Bücher bei Medimops. Und alles hat damit angefangen, mal wieder, dass eine Dame bei Facebook in eine der Junk Journal Gruppen dieses Buch gepostet hatte, Rätseluniversum, also das faszinierende Rätseluniversum, und gesagt hatte, glaube ich, dass es irgendwie gebraucht bekommen hat. Und wenn ich solche Sachen sehe, dann ja, google ich die natürlich immer sofort, und tatsächlich hatten sie das bei Medimops und das kostete jetzt 3,99 Euro, also super, super günstig. Da ist richtig, richtig viel drin. Und ja, viele schöne Bilder, wie ich finde, die man auch vielleicht mal abzeichnen kann oder einfach sich raustrennt.
Und man kann, finde ich, auch wenn man jetzt mal so ein Sherlock Holmes Junk Journal oder irgendwie sowas bastelt, dann kann man hier eben halt auch ganze Seiten nehmen, weil hier halt immer, wie gesagt, solche Rätsel irgendwie drin sind. Und da geht es ja immer um Rätsel lösen. Und hier hinten sind eben halt die Lösungsteile, die könnte man ja dann auch ausschneiden und mit reinlegen. Da habe ich mir direkt zwei Stück von geholt. Vielleicht, weil ich davon eins noch verschenken möchte. Dann habe ich mir dieses Heftchen hier gegönnt. Das sind ganz viele Sticker. Teilweise groß, also in so einem Format hier würde man hier jetzt noch einmal so wegknicken. Also ist dann praktisch dieses Format zum Kartenbasteln. Das sind hier wie so kleine Schildchen, wo man vielleicht noch mal was reinschreiben könnte mit der Hand. Also das fand ich auch richtig, richtig toll. Hat mir super gut gefallen. Das ist wie so eine Art Washi-Tape. Also das sind ganz ganze Streifen immer so, ne? Die Länge. Und war auch nicht ganz günstig. Ich guck mal gerade. Ich glaube, das ist dieses Stickerbook Flora, genau, hat 9 Euro gekostet, also 8,95 €. Finde ich aber trotzdem nicht zu viel, muss ich sagen. Also finde ich völlig okay. Dann habe ich mir Islam Designs, das ist ein total schönes Buch, hat 3,90 € nur gekostet. CD habe ich mir noch nicht angeguckt, was da drauf ist, aber sind auf jeden Fall mega viele richtig, richtig tolle Muster drin, Sachen zum Ausschneiden. Also der absolute Wahnsinn. Habe ich wieder einiges, was ich ausschneiden kann und weiterverarbeiten kann und verschenken kann natürlich. Und ja, manchmal hole ich mir ja auch Ideen aus Büchern raus. Das fand ich auf jeden Fall auch richtig toll. Ja, dann das hier, Birds of Prey, ganz viele Adler und Eulen. Hier hinten sind, ja, das weiß ich nicht, wofür das sein soll. Hier kann man die irgendwie übertragen, reinkleben in diese Bilderkulisse. Und hier sind jetzt praktisch diese Stickerseiten. Und hier sind ja sehr viele unterschiedliche Adler, Eulen, Falken und so weiter drin. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel an Material, aber war auch nicht wahnsinnig teuer. Hat halt nur 4,25 € gekostet. Und ich mag natürlich auch gerne mal Sachen haben, die einfach auch selten sind, die jetzt nicht jeder in seinem Junk Journal hat. Genau, dann habe ich mir so, das ist ja wieder so Geschenk- und Kreativpapier. Muss ich mal gerade gucken. Der hat 5,80 € gekostet. Fand ich auch nicht zu viel, weil, also ich mag total diese Muster, die hier drin sind. Finde es richtig, richtig cool. Und ich weiß jetzt nicht, guck mal eben, ob irgendwo steht, wie groß die einzelnen Papiere sind. Ja, steht hier wieder 50 mal 70. Also auch ziemlich groß. Die kann man dann eben halt auseinanderfalten, ne? Ist hier immer vierlagig. Mega. Das ist auch alles irgendwie hier von dieser Marke hier, Pepin. Und die wird mir inzwischen auch immer vorgeschlagen bei Medimobs. Wenn ich da irgendwie ein Buch kaufe, dann kriegt man ja auch immer so ein bisschen was vorgeschlagen. Und das gucke ich mir natürlich dann immer an. Dann habe ich mir dieses tolle Buch hier gekauft. Das ist, habe ich mir extra auf Deutsch mit dabei geschrieben. Es war einmal ein Stück Papier. Das hat jetzt 8,98 € gekostet. Das war in Deutsch viel teurer, nämlich 15,98 €. Und das jetzt hier auf Französisch, das hatte mich irgendwie nicht gestört. Das Schöne an dem Buch ist, hier sind halt ganz viele Beispiele, wie man ganz, auf eine ganz einfache Art und Weise Collagen erstellen kann. Das fand ich irgendwie für meine Kunstschüler nochmal ganz schön. Zum Angucken auch und natürlich auch, vielleicht ist es auch noch mal eine Idee, was ich mit meinen Kunstschülern machen kann. Und hier ist dann ganz viel, also das kann man hier auch so rausmachen, den Block, das ist so eine Tasche,
Kann man vielleicht hinterher, wenn es leer ist, auch nochmal was anderes mitmachen. Und hier ist dann völlig abgefahrenes Papier drin. Also habe ich auch wirklich noch nie gesehen. So cooles Papier. Mega. Deswegen habe ich es mir auch geholt, weil ich hatte das in einem Video bei YouTube gesehen. Da hatte das eine vorgestellt, glaube ich, eine deutsche YouTuberin sogar. Und ja, die ist da auch nur so schnell mal durchgeblättert. Aber da hat mich das schon so angesprochen, dass ich das direkt gegoogelt habe. Und also gegoogelt, ich mache ja dann meistens direkt Medimobs auf und gucke, ob ich das da bekomme. Und siehe da, es gab es natürlich und deswegen habe ich das dann auch mitgenommen. Das waren meine gebrauchten Bücher von Medimobs. Also auch das hier wurde als, da steht dann immer irgendwie, ob das gebraucht oder neu ist. Und das stand dann auch da mit gebraucht. Und dann steht ja der Zustand da immer daneben und dann stand da sehr gut. Also ist im Prinzip eigentlich neu. Die hier auch. Also da ist ja wirklich nichts dran. Und dann für 3,99 Euro ist ja im Prinzip auch echt komplett witzfrei. Ja, dann war ich in den Niederlanden noch im HEMA. Wer an der Grenze wohnt, der wird es wahrscheinlich kennen. Da gab es hier diese Papiere. Und das sind Aufkleber. Also man kann sich da selber Motive rausschneiden und das dann aufkleben. Das fand ich auch mal nicht schlecht. Ja, also sind alles Aufkleber mit, ja, mit sehr netten Motiven, wie ich finde. Und die waren halt reduziert auf 50 Cent. Da kann ich ja dann quasi nicht mehr Nein sagen. Also hier unten sieht man immer, sind von jedem immer zwei Stück drin. Und hier sind sogar 6 verschiedene drin. Und die habe ich alle mitgenommen. Und das fand ich auch total schön hier. Das sind solche Tütchen. Haben 1 Euro gekostet. 6 Window Bags. Mal eben gucken, wo das aufgeht. Hier unten. Da sind also ein paar Labels hierbei. Und eben halt solche Tüten, die sind hier durchsichtig und von hinten halt bedruckt. Die finde ich auch irgendwie ganz nett. Das gefiel mir irgendwie sehr gut. Und von hinten, ja, genau, da sind auch 2 verschiedene drin. Also einmal dieses von London, so ein Stück Stadtskizze und eben halt wie so ein Luftbrief. Ist das 2. Motiv und die fand ich irgendwie ganz schön, mal davon abgesehen, dass die irre cool knistern. Das mag ich ja eh. Und ja, die durften auch mit. Also wer an der holländischen Grenze wohnt, der kennt wahrscheinlich HEMA. Ich glaube, das gibt es schon in Venlo. Die habe ich auch mitgenommen. Dann habe ich mir in Holland im Action irgendwie diese Filzstifte hier mitgenommen, die ich leider nicht weiß, wie teuer die waren. Ich finde auch den Kassenbeleg davon nicht wieder. Ich dachte aber, mit Edding kann ich irgendwie nichts falsch machen. Sind hier 14 Stifte drin und ich habe die schon mal gehabt. Da habe ich sehr, sehr viel mitgemalt. Die sind aber inzwischen irgendwie ausgetrocknet, aber es dürfen die ja auch mal nach 6 Jahren dann irgendwann kaputt sein. Und da sind so ein paar Pastellfarben eben halt. Fand ich ganz schön. Auch mit dem Mäppchen, das gefiel mir ganz gut. Und wie gesagt, die gab es jetzt irgendwie gerade bei Action in den Niederlanden. Ich habe aber keine Ahnung, was die gekostet haben. Dann habe ich einen ganz Mini-Einkauf bei Teddy noch gemacht. So, das sind noch wieder meine roten Lieblings-Butterbrot-Papiertüten vom Rossmann. 99 Cent kosten die. Dann habe ich mir ein bisschen Spitzenborte mitgenommen aus dem Teddy für 1 Euro. Dann habe ich mir 2-mal wieder dieses Juteband mitgenommen. Das war jetzt auch irgendwie leer gegangen. Da brauchte ich jetzt Nachschub. Dann habe ich mir hier so Magnetstreifen selbstklebend gekauft. Ich wollte mir gerne für meine Stanzen so einen Ordner basteln, wo ich dann die Stanzen auf Magnetband klebe. Also das Magnetband erst auf Karton. Und dann eben halt die Stanzen da dran
mache. Weiß ich aber nicht, ob das funktioniert mit dem Magnetstreifenband. Aber ich dachte, für 1 Euro kann ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Und wenn das gut funktioniert, kann ich mir noch andere kaufen. Noch mehr kaufen, meine ich. Ja, dann gab es hier diese Federn, die Sticker für 1 Euro. Fand ich auch total schön. Da habe ich ja in meinem letzten Shopping Haul auch schon einiges von gekauft. Das hat so ein bisschen was von Glasmalerei, von Window Colors. Also finde ich total schön, diese Federn auch. Die hatte ich jetzt noch nicht. Und dann habe ich mir 2x Zierborte gekauft. Hier habe ich schon ein bisschen was verbraucht. Deswegen ist da nicht mehr alles drauf. So richtig schöne Vintage-Zierborte. Ist auch nicht ganz günstig, finde ich. 1 Euro für ja, 1/2 Meter im Prinzip nur. Aber sie ist natürlich auch wirklich sehr, sehr schön. Also es gefällt mir total gut. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und die habe ich hier an diesen beiden Spielkarten habe ich die schon dran gemacht hier. Und ja, das hatte halt echt was. Das ist halt echt Vintage, ne? Das gefällt mir total gut. Hatten sie allerdings nur die beiden da, sonst hätte ich wahrscheinlich direkt den ganzen Bestand aufgekauft. Weil wenn ich was schön finde, dann, ja, dann muss ich auf jeden Fall auch Vorrat haben, weil ich sonst immer so sparsam bin mit den Sachen, weil ich denke, nee, wenn ich das jetzt verbrauche, dann habe ich das ja nicht mehr. Und ja, deswegen, wenn ich sowas Schönes sehe, was mir wirklich richtig gut gefällt, dann nehme ich da normalerweise immer 4, 5 Stück direkt von mit. Aber ja, es gab nur die beiden. Dann habe ich bei Immune Crafts bestellt. Hat relativ lange gedauert, bis die Sachen da waren. Es kommt, glaube ich, aus China. Ja, die Bücher, die habe ich schon mal vorgestellt oder die Blöcke habe ich schon mal vorgestellt. Hatte ich mir damals woanders bestellt. Das sind praktisch gesehen alles solche Labels, solche Sticker, alles Vintage und das ist wie Washi-Tape. Also das kann man eben halt so abmachen und dann ist es so leicht transparent. Die fand ich irgendwie so schön und ich habe davon schon relativ viel jetzt auch verbastelt und wie ich ja eben erzählt habe, ich stehe ja darauf, wenn ich irgendwie einen Vorrat habe, dann brauche ich nicht sparsam sein, weil ich immer weiß, ich habe noch genug. Deswegen habe ich mir davon nochmal 2 Stück gekauft. Und das gleiche ist das hier im Prinzip. Achso, die haben übrigens zusammen 30 Euro gekostet. Also 1,15 Euro ist teuer, ich weiß, aber es ist auch echt extrem viel drin, ne? Also eigentlich fast der Wahnsinn. Dann habe ich mir dieses hier noch gekauft. Das ist im Prinzip auch das Gleiche. Also sind auch wahnsinnig viele Sticker. Ist auch wie so eine Art Washi-Tape. Fühlt sich das an wie so ein Reispapier. Aber hat eben halt schon eine Klebefolie. Also Reispapier muss man ja selber festkleben. Und hier ist das eben halt schon geklebt. Und hat so eine, ja, es fühlt sich eigentlich an wie Stoff. Also ja, fand ich auch ganz schön. Habe ich mir bestellt. Und da ist hier noch so ein schöner Kugelschreiber bei. Ob der schreibt, weiß ich nicht. War aber auch nicht der Grund, warum ich es geholt habe. Und dieses Teil hier, jetzt muss ich mal eben gucken, was das gekostet hat. Das hat auch 15,80 Euro gekostet. Also das steht natürlich eigentlich in keinem Verhältnis zu diesen Büchern, denn die haben ja auch 15 Euro gekostet. Da ist aber locker das Doppelte drin. Ja, reichlich Vorrat auf jeden Fall jetzt da. Kann ich rumquasen bis zum Abwinken und vielleicht auch mal ein bisschen was davon verschenken. Das ist ja auch immer schön. Dann habe ich mir Stencil-Schablonen geholt. Jetzt muss ich mal gerade hier mir was hinlegen, damit man die besser sehen kann. Die haben hier an der Seite immer sowas, wo was fast so wirkt, als könnte man es irgendwie abheften. Aber vielleicht ist es auch einfach nur zum Festhalten. Ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall ganz schön mit diesen, ja, mit diesen Vintage-Uhren da, mit diesen alten Uhren. Und die sehen so ein bisschen aus wie so abgebrochen. Ich hatte das auch schon mal hier, mal eben gucken. Genau, hier habe ich es einmal schon
auf einem alten Stück Papier, was jetzt schon so ein bisschen beschmiert war, habe ich schon mal gestempelt. Dann die Blume, die finde ich, hätte ich mir sparen können. Also die sah auf dem Bild irgendwie cooler aus. Die ist halt so. Die kosten 3,58 Euro. Also auch, finde ich, ziemlich teuer. Da hätte, also sowas gibt es ja auch im Action, ne? Die Uhren allerdings habe ich sowas noch nicht gesehen. Also die finde ich schon ziemlich klasse hier. Und dann habe ich mir die noch gekauft. Die finde ich auch richtig toll. So ein völlig irres Muster, irgendwie so einen irren Verlauf. Und auf solche Sachen stehe ich ja. Also total so abstrakt Painting. Ja, stehe ich völlig drauf. Und deswegen habe ich mir die geleistet. Dann habe ich mir noch ein paar Clear Stamps gekauft. Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu sehr blendet. Ich habe es aber auch schon gedruckt. Also einmal dieser hier, das sind halt solche Bücher. Da liegt hier oben so eine Katze drauf. Workspace Background, hier unten auch nochmal so ein Regal. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und das ist natürlich auch auf dem ollen Papier hier gestempelt. Also die Farben waren da schon vorher auf dem Papier. Dann habe ich mir, klar, ich male ja sehr viel und also richtig auf Leinwand und so, und habe ich mir diesen Stempel hier gegönnt mit den Pinseln, mit dem Wasserfarbmalkasten, mit dem Tuscheglas, mit der Farbpalette, und habe ich auch schon einmal gestempelt. Finde ich total cool. Das sind auch alles einzelne Stempel, die kann man einzeln abmachen. Und hier bei der Katze, das sind 3 Clear Stamps. Sei noch erwähnt aus dem einfachen Grunde, weil das, was der Stempel, der jetzt kommt, der sieht so aus und der ist komplett. Also da kann man nichts einzeln abtrennen. Das ist ein großer Stempel, was ich total cool finde. Also da kannst du ja quasi eine ganze Karte einfach dir den Hintergrund drauf stempeln. Finde ich völlig cool. Die Stempel haben gekostet 3,58 Euro, 4,58 Euro, 3,98 Euro. Also die haben alle irgendwie unterschiedliche Preise. Aber ich finde es okay. Also für die hier ist der Preis eigentlich zu hoch. Aber die Clear Stamps sind vom Preis her völlig okay. Das war mein Einkauf bei Immune Crafts. Ich verlinke euch das auch auf jeden Fall unten in der Infobox. Wird mit OO geschrieben. Ja, dann war ich nochmal bei Bösner.